Ja, hallo, euer Doc wieder mit einem weiteren Review aus meiner Glock-Familie. Dieses Mal die Glock 33 Advanced von Ritec. Ja, dieses Modell sieht ein bisschen, ja, ich sag mal, anders aus, als man es vielleicht gewohnt ist. Wir haben hier ein verlängerten Verschluss durch diese Art Kompensator. Ja, und was hier auch noch auffällt, ist, wir haben hier einen verbreiterten Fanghebel für den Verschluss, also Verschlussfanghebel. Schauen wir uns die Waffe mal ein bisschen genauer an. Hier vorn haben wir den Kompensator mit einer Aussparung und wir haben beim Visier, also auf der Kimme sowie auch auf dem Korn, hier diese, ja, Leuchtstäbe, sage ich mal. Hier zwei orangefarbene und hier vorne einen grünen, um hier entsprechend gut anvisieren zu können. Ich hoffe, man kann das so sehen. Ja, doch, müsste funktionieren. Ja, ansonsten ist die Waffe sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. Ich nehme das Magazin mal raus, dann kann man das mal sehen. Die Waffe ist eigentlich relativ klein. Die Glock 33 ist von den Abmaßen im Original, also wenn ich das hier mal so zuhalte, dann kommt das hin. Es ist also ähnlich wie Glock 26, Glock 27. Größer ist die nicht. Hier hat Ritec eine, ja, Modifikation rausgebracht, diesem Kompensator, was ich persönlich gar nicht schlecht finde, muss ich sagen. Also, ja, wir haben hier einen entsprechend längeren Lauf, wodurch die Waffe auch entsprechend mehr Power hat als die kürzere Variante. So, sieht man das sehr gut. Ja, das Ganze kann man entsprechend auch demontieren. Das werde ich jetzt gleich mal tun, damit wir uns das mal angucken, wie das da drunter aussieht. Und das Magazin hier zu dieser Waffe ist entsprechend Standard 17er Magazin, Glock 17 Magazin. Und durch diese Manschette wird das mit dem Griffstück entsprechend angeglichen von der Größe her. Ja. Also das ist, ja, das ist ganz hübsch gemacht. Jo. Die andere Seite schauen wir uns nochmal an. Hier haben wir die Seriennummer und hier Made in Taiwan, VE Tactical. Ja. Und hier das WE-Logo auf dem Griffstück. Ja, müsste man sehen können. Ich habe hier mir die Mühe gemacht und habe die Markings mit weißer Farbe etwas hervorgehoben. Das finde ich persönlich hübscher. Sieht nicht ganz so trist aus. Und ja, schauen wir uns einfach mal an, wie die Waffe zerlegt aussieht. Also wir haben hier unten diese Schiene, die mit diesen beiden Sechskantschrauben befestigt ist. Wenn wir die jetzt hier los haben, dann haben wir diese Schiene, die übrigens aus Polymer ist. Die legen wir mal auf Seite. Dann haben wir weitere zwei solcher Schrauben, die etwas länger sind. Die sind auf dem eigentlichen, also die sind hier in diesem eigentlichen Kompensator drin. Wenn wir die gelöst haben, dann können wir diesen Kompensator vom Lauf entfernen. Und der ist aus Metall. So, so sieht die Waffe dann aus, wenn der Kompensator abmontiert ist. Dann sehen wir den verlängerten Außenlauf mit Innenlauf. Und ja. Ja, das ist hier keine große Sache. Man braucht eigentlich nur die Verschlussfeder zu lösen, diese rauszunehmen.
dann kann man den zuerst den inneren Lauf und dann den äußeren Lauf entnehmen und dann ist die Waffe zerlegt. Ja, hier haben wir jetzt die Blowback-Einheit. Das war es dann eigentlich auch schon. Ja, und jetzt bauen wir das gute Stück wieder zusammen. Wieder zusammengebaut. Ich habe jetzt mal hier zum Vergleich die Glock 27 dazugelegt, ebenfalls von Vitec, und das ist eigentlich das Grundmodell, wenn man so will. Wenn man jetzt hier das lange Magazin mal rausnimmt und dafür das kurze Magazin von der 27 reintut, dann sieht man im Prinzip, so würde das dann aussehen. Wenn ich das jetzt hier drüber lege, dann sieht man schon, ja, mehr ist es nicht. Also es ist im Prinzip hier nur durch den Kompensator wirkt das Ganze länger. Und so würde es mit diesem kurzen Magazin, würde es ein bisschen verloren aussehen, finde ich. Deswegen ist das schon ganz gut gelöst, dass man hier dieses Standardmagazin genommen hat, so wirkt die Waffe gleich ein bisschen bulliger. Die Verarbeitung, muss ich sagen, die ist wirklich, wirklich gut. Also, die haben auch gut Dampf, die Dinger. Die sind auch sehr präzise, das muss man wirklich sagen. Aber das sehen wir jetzt gleich anschließend im Schusstest. Das Gute bei den Glock-Modellen oder G-Modellen ist, also zumindest Kotte und Zeller hat das sehr gut gelöst, dass man das F-Zeichen mit dem Hersteller-Logo sehr, sehr dezent angebracht hat. So dezent, dass man es eigentlich kaum sieht. Ich versuche es mal so zu halten, dass es die Kamera einfangen kann. Hier. Unterhalb des Abzuges, also auf dem Abzugsbügel im Prinzip eingelassen. Ganz dezent. Ja, kann man wirklich kaum sehen, aber ist fantastisch. Ja, so wird das Gesamtbild der Waffe wirklich nicht zerstört. Weil ich finde das immer wirklich, ich meine, es muss ja nun mal sein, aber zumindest hier in Deutschland, aber wenn es so dezent angebracht wäre bei allen Waffen, dann wäre es richtig toll. Also da muss man sagen, Lob an Kotter und Zeller, tolle Sache. Als ich die gekauft habe, da musste ich echt dreimal hingucken, wo das denn ist. Aber ganz super. Das haben die auch bei diesem Modell so gemacht. Das machen die bei allen G- oder Glock-Modellen so. Hier auch wieder. So ganz, ganz vortrefflich, ja. Gut, ich mache die Waffe jetzt schussbereit und dann schauen wir uns das mal an, wie zielgenau die ist. Bis gleich.
Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Falls noch nicht geschehen, abonniert bitte meinen Kanal. Und ich möchte an dieser Stelle noch auf die Partnerkanäle von mir verweisen, und zwar auf GPC Gunpower Community, Debo, Mil.Airgun Channel, Gunrunner und auch Top Gun. Ja, ansonsten würde ich sagen, bleibt alle gesund und munter, und wir sehen uns bzw. hören uns in alter Frische im nächsten Review. Ein schönes Wochenende, bis dahin, euer Doc. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir einen Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.